Moin Leute, heute spielen wir Trials Frontier und ich fange einfach mal an. Meine tägliche Routine abzuchecken, was ich bei den Bikes Neues machen kann zum Beispiel. Habe ich noch ein bisschen wenig Kohle. Dann hier Daily Challenge, sag ich mal. So. Direkt mit meinem schlechtesten Bike muss ich das machen. Natürlich katastrophal. Vor allem schaffe ich es nicht mal. Mit dem Bike geht ja gar nichts. Das ist ja voll hier scheiße. Ach komm. Fast, ne? Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie eine gewisse Zeit auf dem Kopf verbringen. Und da dieses Bike noch überhaupt keine Modifikationen dran hatte, wie zum Beispiel größerer Motor, bessere Räder, damit man schneller damit sich bewegen kann, vor allem dynamischer, ist das hier eine Art von Unmöglichkeit, was ich hier machen muss. Ich glaube, wir können das noch knapp hinbekommen. Wir müssen einfach den letzten Sprung. Der geht nicht. Den hier. Nein! Mann, das war doch voll, Alter. Guck dir an, wie langsam die Scheißkiste ist. Ist doch eine Frechheit, dass ich hier den, wie heißt der? Mantis oder so? Hinnehmen muss. Nein! Tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich nur check mal zurück. Tja, liebe Leute, willkommen bei Trials. Wo man sieht, wie man 1000 Mal das Level neu starten muss. Ich spiele das übrigens auf einem Emulator, weil das Spiel ist eigentlich ein Mobile-Spiel, was für Android rausgekommen ist. Außerdem zocke ich das mit einem Xbox Pad, USB Xbox Pad, was es 10.000 Mal einfacher macht.
Ey, das gibt's so nicht. Kann ich das nicht irgendwie? Kann man den nicht austricksen? Okay, einmal probieren wir es noch, ja? Ich sehe hier eigentlich keine großen Chancen, dass wir das hinbekommen. Noch einmal. Noch einmal, ne? Weil es ist sozusagen unmöglich mit dem fetten Scheiß Motorrad. Anlauf. Mit Schmackes. Nee, es geht einfach nicht. Okay. Lassen wir das. Gehen zur nächsten Challenge über. Und zwar können wir. Scheiße. Und zwar können wir hier gucken. PvP quasi. Immer drei Showdowns. Die Maske ist ein bisschen verbuggt. Ist aber nicht weiter schlimm. Denn wir gucken zum zweiten. Ich glaube, da habe ich einen nicht. Oh, doch. Und der dritte, da habe ich hundertprozentig mindestens einen habe ich da verkackt. Weil da gibt es quasi andere Spieler aus dem Internet. Und davon gibt es dann drei Strecken mit einem zufällig ausgewählten Motorrad. Und da müssen beide die Strecke fahren und der bessere wird dann quasi auf der Map verewigt. Bis das Gegenüber von ihm die Strecke besser meistert. So, und wer am Ende alle drei Strecken oder mehr Strecken von den dreien für sich gewonnen hat, der bekommt dann Sterne, Punkte. Entschuldigung. Vor allem die Belohnung ist immer unterschiedlich. Kann ich jetzt mal angucken. Und zwar können wir maximal drei Showdowns auf einmal machen. Hier werden dann Spieler gesucht. Kann kurz warten. Bis es jemanden gefunden hat. Einen Auserwählten. So. Nummer 1. Hier seht ihr die drei Strecken. Ich bin blau, er ist rot. Wenn ich jetzt die Strecke fahre,
Werdet ihr gleich sehen, dass die Strecke blau wird, weil er die Strecke noch gar nicht gefahren ist bis jetzt. Oh, das ist aber scheiße schlecht. Egal. So, ich hoch. Ich hasse diese Strecke. Oh, das ist die Arschstrecke, ne? So, jetzt seht ihr hier meine Zeit. Und die Strecke wird automatisch blau, nachdem ich hier noch kurz am Rad gedreht habe. So, die Strecke ist blau geworden und hier tickt jeden 10 Sekunden. Alle 10 Sekunden bekomme ich hier so einen Chip pro Strecke, die ich besitze. Wenn er eine bessere Zeit schafft, wird die Strecke rot und er bekommt alle 10 Sekunden so einen Chip. Am Ende der Zeit, das dauert jetzt noch 23 Stunden, bekommt der bessere von beiden den Preis hier unten plus noch irgendwie XP und Sterne für den Rang. Für den Rang hier, genau. Und kann somit aufsteigen. Das heißt, jede Strecke so gut wie möglich gewinnen. Fahren, besser gesagt. Das Problem ist, derjenige, der seine Bikes mehr upgegradet hat, hat natürlich einen Vorteil. Das heißt, wenn jetzt eine Strecke kommt, wo ich zum Beispiel diesen fetten Klotz vom Moped habe, welches ich vorhin gefahren bin, habe ich schon mal verloren, weil ich da noch gar nichts gemacht habe. Ne? Und man sieht hier nach dem Strich immer welches Motorrad. Jackal ist der Orange, den ich gerade gefahren bin. Tango ist der geil aussehende Schwarz. Neonblaue. Und mit den beiden geht es eigentlich ganz gut, sage ich jetzt mal. Tango ist natürlich mein fortgeschrittenster, weil ich den schon am längsten habe. Scheiße. Uff. Das war ein bisschen zu schnell. Aber konnte ich noch retten. Sehr gut. So. Ich habe ihm hier nun die Streckenzeiten vorgegeben. Die gilt es für ihn nun zu schlagen. Dasselbe hat ein Kollege hier mit seinen drei Strecken gemacht. Ich versuche jetzt mal diese zu schlagen. Ich weiß nicht, was Bronco ist. Entweder ist das der Fette. Also da würde ich jetzt mal sagen, okay, ich würde noch gar nichts sagen, weil aus irgendeinem Grund gewinne ich gerade. Jetzt kommt er da nicht hoch, oder was? Ja, wie ihr seht, hat der zu wenig Grip. So, da ich hier sehr gute Chancen mir ausrechne zu gewinnen, fahre ich die Strecke noch einmal. Guck mal, wie der hier drüber fliegt. Unglaublich, wie der läuft. Sehr gut, jawohl. So, Strecke schon mal für meine Seite geholt. Jetzt sehen wir gleich, dass die Strecke nicht mehr rot ist, sondern blau.
Zum nächsten Röhrenbecken. Ach so, alles klar. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Oh. Der Vorteil ist jetzt, dass ich oben links sehe, dass er die Strecke abgeschlossen hat mit einem Fehler. Und ich hatte gerade 0. Das heißt, ich kann ihn eigentlich so lange mir Zeit lassen, wie ich will. Solange ich 0 Fehler habe, ne? Ist ja klar. So. Die letzte. Hoffen wir, dass wir die Augen kriegen. So knapp. Was ist das für eine Eierstrecke hier? Hat er mich da überholt? Fuck! Willst du mich verarschen, Alter? Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich neu starten will, bezahle ich ein Ticket. Davon hat man bei jedem Wettkampf 5. Das heißt, man kann... Scheißdreck. Ja, seht ihr? Wenn ihr alle 5 aufgebracht habt, kommt ihr zu diesem Bildschirm. Ihr könnt die kaufen. Habe ich aber keinen Bock zu. Deshalb scheißen wir jetzt mal auf den dritten, da wir die anderen 2 haben. Ganz einfach. So. Gucken wir, was der dritte für Karten anzubieten hat, die ich machen kann. Damit ich schon mal eine respektable Zeit vorlege. Denn es geht natürlich ohne Fehler. Schön. Dun, dun, dun. So, Rennen Nummer 2, Tango, sehr gut. So knapp. Oh! Und die letzte Map mit dem komischen Bronco. Mal gucken, ob das möglich ist. Soweit ich die Strecke kenne. Das ist eigentlich ganz gut möglich. Fast sogar eine Abkürzung. Oh. Boah, das ist ein Fass, Alter. Ja, da muss ich mit Dampf hoch. So. Sehr gut. 3 Zeiten vorgelegt. Während der Kollege hier versucht, dies zu diese Strecken zu meistern, schneller als ich, kann ich währenddessen sozusagen im Singleplayer weitermachen. Gucken auch mal kurz hier, was er mir vorschlägt. Ich würde jetzt mal sagen, da dieses Motorrad überhaupt keinen Grip hat. Gut, wir können glaube ich eh alles. Ist eh alles so billig am Anfang bei den Motorrädern. So.
Sonst nichts Neues. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. Oh, Quest abgeschlossen. Die Neutris Quest. Okay. Dann machen wir hier wieder mal PvP-Quest, sozusagen. Ist sozusagen das gleiche wie das, was ich vorhin gemacht habe. Einfach nur mit mehreren Leuten und ohne den Tickets. Wir sehen, ich habe hier einen Beifahrer. Den gilt es zu schlagen, da dies ein anderer Spieler ist. Sind aber die meisten zum Glück nicht so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt schon harte Nüsse. Oder wenn ich es verkacke. Nee. Habe ich es gerade noch so gerettet. 0,2 Sekunden. Aber in der Regel sind die eigentlich ganz gut machbar. So, hier gibt es immer schön Questbelohnung. Ja, das kann ich machen, bis ich oben kein Benzin mehr habe. Oh. Wieso kann der ein anderes Motorrad wählen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann ja andere Gegner noch anfordern, aber habe ich hier ernsthaft, muss ich den fetten Scheißklotz nehmen? Er hat aber ein anderes. Wieso das denn? Ja, das ist natürlich assi, Kollege. Wie soll ich das denn machen? Okay, lassen wir das. Gucken wir mal auf die Karte hier. Und zwar haben wir keine mehr, die wir machen könnten. Wir könnten diese noch ein bisschen besser machen. Und zwar, hab ich einen Jakar. Egal. Versuchen wir diese mal besser als Bronze hinzukriegen. Bronze. Hopp! Nicht so schnell, Junge. Hey. Muss das kurz mal hier testen. Ist doch ganz einfach. Eigentlich. Muss es nur machen. So, das ist diese Scheißstrecke, wo das Problem ist auch hier an dem Emulator, dass das Spiel manchmal ein bisschen ruckelt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Einfach nur scheiße ist. Ihr seht, das Motorrad ist für das Level eigentlich nicht so
gut geeignet. Aber es ist immerhin machbar. Ja, ich versuche es nochmal besser. Unter 10 Fehlern. Dieser scheiß Anfang. So. Sehr schön. Ach komm. Na klar. Das Motorrad ist einfach scheiße zu langsam. Komm schon. Was sind wieder 10? Das gibt's doch nicht. Das kriegen wir noch hin. Unter 10 Fehlern. Der hat auch einen Grip wie ein Fisch. So. Nein. Sehr gut. Da komm. Sehr gut. Ach. Ist dein Ernst? Sechs, immerhin. Immerhin. Das bringt mich direkt auf die Top 50% Liste. So, Plan, den ich natürlich nicht kriege. Schade. Okay, dann wird diese wohl auch schwer sein. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, wäre hier noch. Das Problem ist aber, hier seht ihr eben die Quests, die ich habe momentan. Der Typ will, dass ich Motorrad noch upgrade. Das ist deine PvP-Typ, wo ich nur einen fetten Kasten nehmen kann zum Fahren, wo ich noch ein bisschen zu langsam bin. Hier muss ich warten, da ich die Rennen gegen den menschlichen Gegner gewinnen soll. Kann ich nichts beschleunigen. Das hier kann ich auch noch vergessen. Und hier bin ich auch noch zu langsam. So, diese hier will einen Teil von mir. Aber ich würde sagen, da ich nichts mehr Großes zeigen kann, belassen wir es mal hiermit. Und wir warten somit, bis unser Benzin wieder voll ist, damit wir voller Kraft weitermachen können und bis hier unsere neuen Teile angeschraubt sind, wie zum Beispiel die Räder oder der Motor. Es dauert hier noch eine Weile und somit sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann.